Zero. So, da 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 da. Hä? Ja. Geht doch. Hyperheiler. So. Ein Augenblick. So, wieder zurück. Oh Mann, das ist ein Haufen rausgeschneit, was hier kommt. So, jetzt suchen wir mal danach, warum hier die Wärme fehlt. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wissen will. Mal gucken. Dop-di-dop. Oh, ich will den Pokéball haben. Ich meine, ich will ihn haben. Bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Kann ich da runterhüpfen? Kann ich ihn? Ha! Yay, ich wusste, es geht. Fuck Perspektive. So, ich geb's wie immer. Juhu. Voll gut. Okay. Ich höre um 100. Du bluffst doch nur. Hey, seid ihr dafür zuständig, dass auf dem Gipfel diese Säulen so warm sind? Was? Diese Säulen da unten sind. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin bloß hier, um mit das Groda, genau, Groda zu pokern. Groda, bist du dafür zuständig? Jo, das ist mein Job. Dann mach deinen Job mal besser. Die Säulen sind jetzt nämlich nicht mehr heiß genug, um den ganzen Gipfel zu wärmen. Nee, ich hab grad frei. Ich spiele erstmal mit Arceus die Runde fertig. Arceus, ich töte dich, du verdammter Pseudogott. Mein Kapodon wird dich vernichten und dann ist der einzige wahre Gott. Los, Kapodon! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du wagst es, Gott herauszufordern und das mit deinem Kapodon? Die Zeitmaschine hat es mir gezeigt, die Meteore sind schuld. Ich habe sie gesehen, deine Schwachstelle. Los, Kapodon, Platscher! Ja, ja, ja. Nein, er hat ihn wirklich gefunden, den Zweck der Attacke, Platscher. Naja, Platscher dient dazu, Götter zu vernichten und ich bin der mächtigste Mensch der Welt. Naja, streng genommen nicht, alles was du hast, ist weiterhin ein Kapodon. Sein Platscher bringt nur bei Arceus etwas. Wie kannst du es wagen, meine Macht in Frage zu stellen? Du Platscher-immunes Wesen. Arceus, Kumpel, ich helf dir. Danke dir, viel länger hätte ich das nicht durchgehalten. Hey, Groudon, kümmere dich gefälligst um die Säulen. Ansonsten hält sich den Carpenter-Typ wieder auf Arceus. Gehört, das ist Erpressung, aber ich mach's. Wir beide können trotzdem noch weiter zocken. Ich weiß genau, dass du eben geblufft hast. Okay. Das war strange. So ein bisschen. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Okay, wie dem auch sei. Alter Herr Verwalter. Ja, das sind dann so Pokémon eben. Ich kenne sie vom Sehen her, aber ja. Erste, zweite Generation, das waren meine. Blau, Gelb und Gold. So. Ach ja, das sieht doch schon viel angenehmer aus. Komm, heil doch mal. Tu was für dein Geld. Aber du bezahlst mich doch gar nicht. Danke. Dop, 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 dop. Arena. Schieberätsel. Nö, kann ich beides nicht aktivieren. Na gut. Jo, ich möchte Stärke einsetzen.
Ich schieb die Äpfel mal weg. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und dann sind sie halt weg. So. Nicht, dass ich mir das hier jetzt verbaue. Zertrümmer einsetzen. So. So, einfach nur so. So, weil so halt. Siehst du die Eisfelder dort oben? Sie sind sehr instabil und zerbrechen, wenn du sie zweimal betrittst. Um weiterzukommen, musst du jedoch alle Felder betreten haben. Und das ist das, wo wir dann durchfallen. Genau. Klassische Zelda-Rätsel. Aua. Das habe ich mir jetzt schon verbaut. Verdammt. Okay, nochmal. Verdammt, ausgerutscht. Nochmal. Jetzt aber. Verdammt. Schon wieder verbaut. Nochmal. Also jetzt... Ich muss hier definitiv vor nach links. Wenn ich so herumlaufe... Dann, ja, kriege ich das zwar alles voll, aber das bringt mir relativ gar nichts. Tschüss. Ich muss mir den Weg offen halten. Genau den muss ich mir offen halten, die Strecke. Irgendwie so. So sollte das jetzt gehen. Genau. Yay. Rätsel-Skills over 9000. Oh. Nein. Nicht der schon wieder. Oh, really? Ich glaube, ich komme jetzt an den Stein nicht mehr ran, oder? Yo. Ich sollte mal gucken, wo sollte ich den am besten haben? Hier müsste er nachher sein. Dafür müsste ich ihn von da irgendwie rüber schieben. Egal, ich glaube, so habe ich es mir jedenfalls. So habe ich es mir jedenfalls verbaut. Das ist Fakt. Also, ja. Nochmal durchfallen. Machen.
resetten wir das eben nochmal. So. Und schon wieder verbaut. Verdammt. Jetzt mal überlegen, wie war das denn jetzt nochmal gerade eben? Ah, verdammt. Ausgerutscht. Okay, jetzt. Jetzt aber. Ja. Jetzt hätte ich's. Ah! Blöder Analogstick. Mensch. Geh sterben. So, jetzt. Da. Das war falsch, oder? Jo, war's. Mann, alter Herr Verwalter. Das war wieder falsch. Ich sollte echt aufhören. Das tut jetzt gerade nur noch weh, was ich hier zusammenspiele. Aber jetzt so. So sollte das gehen. Genau. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Den Stein kann ich nur von der Seite erstmal anschubsen. Das ist in der absolute Richtung. Nur so geht das. Genauso wie das hier. So, den jetzt da runterschubst, dann habe ich ihn verbaut. Also, das geht schon mal nicht. Sprich, ich muss den hier hochschieben. Ja. Weil hier unten hätte ich den nicht mehr wegbekommen. Jetzt muss ich gucken, was ich hier... Ah, Moment mal. Wenn ich jetzt... Da. Ich hatte das Rätsel schon. Oh, really? Ihr dürft mich schlagen dafür. Siehst du? Ah, die Stimme, really? Siehst du? Du hast uns also doch geholfen. Dafür bekommst du jetzt, wie versprochen, deinen Kampf mit mir. Ich will keinen Kampf, ich will einen Orden. Du musst die... Ja, den musst du dir erst verdienen. Denn das mit den Säulen war nicht genug. So. Kleines Kind schickt Tangela in den Kampf. Ja, da ist Shilok die perfekte Wahl. Wow. Really? Komm, Zwirlicht, mach du mal. Aha. Dann erstmal. Wow. Oh, alter Herr Verwalter. Das ist nicht gut. Ich soll nicht schlafen. Jetzt wach auf. Danke. Jetzt wach doch auf. Mensch, ich müsste nur ein Treffer landen. Alter, really? Ey, das nimmt mich... Wie ich Schlaf hasse. Okay, habe ich noch... Nein, ich habe keinen Beleber. Oh, ich hätte einen Hyperheiler gehabt. Okay, Super. Wow. Das nimmt mich jetzt gerade auseinander, das Kind. Wow. Ey, das ist... Okay, der Kampf, der ist ziemlich verloren. Wow. Komm nochmal. Bäm. Wie daneben? Willst du mich jetzt verhorne piepeln? Danke. Smogon.
Aurora-Strahl. Gyroball. Wieder aufbauen. Hör mit dieser blöden Attacke auf. Dreck. So, weg. Ich kann nicht sein, dass ich jetzt schon verliere. Nachdenken. Ah, ich hab's. Kleines Kind steckt seinen Tangela ins Mokumon. Kleines Kind schickt Potrott in den Kampf. Ah. Okay. Gut. Was zur Hölle? Das Pokémon kenne ich immer noch. Die Logik ist so. So. Jetzt soll es gleich weg sein. Ah, blöde Erholung. Ich habe die Attacke schon immer eigentlich habe ich es nicht gehasst, weil in der Regel gerade sollte man so ein Pokémon down kriegen, bevor es aufwacht. Oh, really? Jetzt wach nicht wieder auf. Okay. Ich versuch's mit Golbat. Vielleicht macht er ja mehr Schaden. Nö. Ganz im Gegenteil. So, jetzt noch mal Schillock rein. Aquawelle. Jetzt tue ich mich vorsichtig rantasten. Und jetzt versuche ich mit Server wegzuhauen. Ah, verdammt. Zu früh. Super. Ah, wie oft kann man Erholung bitte einsetzen? Wisst ihr was? Ich nutze die Zeit. Top-Trank. Golbat. Top-Trank. Schillock. Und Gegengift. Golbat. Danke. So. Aquawelle. So oft kann der jetzt Erholung gar nicht mehr haben. Oh, really? Ich nutze das Biss. Wow, das bringt gar nichts. Komm, Golbat. Mach du was. Schande. Ja klar, komm auch noch damit durch. Danke. Danke. Und weg. Boah, alter Herr Verwalter. Das war mehr als anstrengend. Wow, außerhalb der Siedlung gibt es ja richtig starke Trainer. Ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich die Siedlung verlassen darf. Yay! Dann gibt es endlich eine Herausforderung. Hier hat ein Orden. Ringer der Held, Kiddie-Orden. Wenn du noch andere starke Trainer kennst, sag mir bitte, wo ich sie finden kann. Dab, 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 dab. Oh, Mann. Komm, Golbat. Flieg mich zur Siegestraße. Und bitte mal heilen. So. Da-da-dam.
So, jetzt wissen wir nur mit 8 Orden dürfen wir da rein. Deswegen reden wir mal mit dem. Hey, willst du dem schon mit beitreten? Klar. Du musst nur beweisen, dass du stark genug bist für unsere Organisation. Hast du alle 3 Orden? Ja, aber natürlich, das war kaum eine Herausforderung. Gut, dann erhältst du jetzt von mir eine Uniform und dann gibt es schon sofort den ersten Auftrag. Worum geht's denn? Wir müssen ein geflohenes Pokémon einfangen. Es treibt sich irgendwo in der Siegestraße herum. Aber da kommen wir ohne 8 Orden nicht rein. Das ist kein Problem, wir haben hier erstklassige Orden. Die werden dem Wächter bestimmt gefallen. Es müsste gleich wieder eine Lieferung kommen. Ah, da ist er ja. Hey, gib ihm mal 5 Orden, damit er in die Siegestraße kann. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Du warst doch in dem Pokémon-Labor. Sorry wegen dem Diebstahl, ich hoffe, du verzeihst mir. Jetzt, wo wir in einem Team sind. Rinjat erhält 5 Orden. Und ach so, das war die Anführerin. Hier deine Uniform. Und nun auf in die Siegestraße. Yeah. Okay. Sehr cool.